Wirklich. Ja, du siehst es doch überall, auch die ganze Großindustrie. Und du siehst überall. Es überall. Hier Ritzenhoff ist ja dem einen oder anderen Begriff sicherlich, ne? Hersteller im Sauerland, Gras, Pleite, insolvent. Da siehst du hier, dritte Stellenabbau, Handelsblatt, Quelle. Nicht, dass einer wieder sagt, Lee schwurbelt wieder rum. Dritte Stellenabbau innerhalb von wenigen Wochen. Mal wieder 500 Leute betroffen, an 4 Standorten weg. BASF 100.000 Leute weltweit, weg. Weltweit 25% Deutschland. 25% bei uns, genau. Also ZDF, was, ja. 6.000 Leute. ZDF? ZDF. Achso, ich dachte gerade ZDF. Nein, da stellen sie noch 6.000 ein. Und dann habe ich heute was aus Schottland von meinem Freund aus Schottland bekommen, der ausgewandert ist. Ganz interessant, aber kannst du auch bei Statistica, hatte ich auch schon mal gesagt. Und hier sieht man das ganz gut. Das ist so European Wealth Ranking, also der Wohlstand. Ne? Und Deutschland grassiert gerade noch ganz knapp, das ist der Balken, da ist ja auch spiegelverkehrt, da ist Deutschland ganz knapp über Griechenland noch. Also ich habe, wie gesagt, ihr wisst alle, ich liebe die Griechen, ich, das ist mein bester Kumpel von früher, ist immer Grieche. Alles gut. Kalispera, also ist alles toll, aber wenn wir dann gerade noch über Estonia und Ungarn rumeiern, ja, und alle anderen, Slowakei über uns, Portugal über uns, Austria, Slowenien, Italien, Spanien, Niederlande, also Niederlande, Belgien, Zypern, what the, Irland, weißt du noch, wie die Pleitewelle in Irland war? Naja, guck dir Griechenland an, die sind wir mit dem fast auf einem Level. Ja. Wir haben damals, hat die Deutschland so von oben herab behandelt und wir helfen euch, ja, die Griechen waren stinkig und jetzt, wo sind wir angekommen? Ja, genau, so ist es ja. Aber und das Schlimme ist hausgemacht. Es ist hausgemacht. Also ich habe dir gerade ein Video gezeigt, was ich gestern auch gepostet hatte, von Anton Hofreiter unten, wo er in Bayern vor der Kneipe war, vom Wirtshaus. Ja? Und dann sagt er doch, ja, also wir haben jetzt nun mal einfach kein Geld mehr. Wie hat er sich ausgedrückt? So, wir haben kein Geld mehr und es ist Krieg in Europa. Also, das war so seine, so. Das ist damit das Totschlagargument. Ja. Wir haben Krieg, damit kann man dann alles andere ist dann... Wir haben überhaupt keine Schuld. Ja, und jetzt kommt, ich habe vorhin, und da war ich erstaunt, guckt mal, jetzt wird einer sagen, oh Gott, du kannst ja nicht Werbung für machen. Guck mal, Achtung Reichelt, die aktuelle Folge, da geht es um Energiepolitik. Und das ist schon echt geil. Und wo wir gerade dabei sind, Wacker Burghausen, kennt der eine oder andere noch, ja? Der CEO von Wacker Burghausen, was das der gesagt hat? Wir werden hier nicht bauen in Deutschland, weil wir kein sicheres Stromnetz haben. Und da habe ich gedacht, das gibt's ja gar nicht. Da haben die mit einem Experten, der hat schon mal gesehen, aus Bayern gesprochen auch, und der sagte ganz klar, ihr wisst ja alle, wir haben ja diese 50-Hertz-Netz, ne? Und wir haben ja diese Netzeingriffe, die sind ja exorbitant hoch geworden. Na, ist klar, wenn du Atomkraft wegnimmst, das war immer kontinuierlich und jetzt haben wir mal Wind, mal Sonne und durch den ganzen Zubau, ist logisch, dass da Schwankungen, die sind da immer nur am Hin- und Her-Switchen, damit sie genug Energie haben. Genau. Und jetzt, du hast es mir vorhin, haben wir noch drüber gesprochen, Biden sagt, jetzt gibt es auch... Ah ja, das habe ich gar nicht ausgelobt. Doch, das ist auch herrlich. Das hat der Biden sich überlegt, das ist pass jetzt auf. Für unsere ganzen LNG-Terminals... gibt es jetzt kein Gas mehr. Lieferstopp. Jetzt muss der Habeck da wieder hin und sich wieder ganz tief bücken, wie da unten in Saudi-Arabien, damit nun dieses Schiff hier wieder... Das kannst du dir nicht ausdenken. Das ist echt geil. Also das ist unvorstellbar. Ich sage ja immer wieder, wir haben so viel Gas hier in Niedersachsen, wir könnten hier selber fracken. Um Gottes Willen, das geht doch nicht. Auch als ich in der Lausitz war gestern, ne? Ich habe ja mit dem Veranstalter dort, ich kenne den inzwischen auch, ich mag das Schätzchen total, der war... Als er 4 Jahre selbstständig war, da war die Wende, 84. Und er hat mir letztes Jahr schon gesagt, Anthony, pass auf, in diesem Land wird was passieren. Da habe ich noch gedacht, weiß ich nicht, meinst du wirklich und so. Also, und jetzt ist es eingetreten. Der hat das alles schon, und ich sage, unsere Ossis haben einfach die besseren Antennen dafür. Das ist einfach so. Und da bist du da Lausitz, und da hängen jetzt so viele Arbeitsplätze an der Scheiße. Na klar ist es für denjenigen, der da betroffen ist oder da wohnt oder so, und sagt, ja, meine Fläche und wir baggern hier alles weg und sowas. Ja, im Tagebau. Das ist ja scheiße. Aber, jetzt pass auf, du kannst gleich reden, Anthony, sagen sie immer. Nee, Moment mal. Also bei uns wird hier ausgebaggert. Ja, hier wird ausgekiest bis zum Abwinken. Ja, hier von drei Seiten werden wir ausgekiest und so weiter. Ist auch schlimm. Aber dennoch finden wir uns damit ab, weil wir den Rohstoff hier brauchen. Aber das Geniale ist ja daran, dass wir stattdessen, und jetzt kommt's, wir steigen ja hier aus dem Tagebau aus, weil wir das Klima retten wollen und holen die Kohle aus Kolumbien. Mal ganz ehrlich jetzt. Das ich habe neulich mit einem Freund gesprochen, der war in Südamerika, ja, und der hat gesagt, da kannst du, hatte ich dir noch gar nicht erzählt, ne? Habe ich noch nicht. Also du kannst da, ich erzähl's dir, wie es ist, du kannst da für $300 kaufst du einen Hektar Regenwald da.
Also Regenwald, so, da sind auf jeden Fall Bäume. Ja. Keine Ahnung, ob es jetzt Regenwald ist. Aber so. Schöner Wald. Ja, genau. Mhm. So, Wald zumindest. So, damit zahlst du 600 Euro Rodungskosten mit Baum, Wurzel, Fräsen, allen Kram und hast du für 900 Dollar deinen Hektar fertig. Das Einzige, was ist, alle 50 Hektar musst du irgendwie einen Streifen von, ich sag mal, 10 Hektar stehen lassen, Regenwald, und dann kannst du daneben wieder anbauen. Ich habe ihm gesagt, er soll da jetzt mal, hätte er mal ein schönes Video machen können, dass ja. man es mal live sieht, aber ja. ich muss jetzt noch mit ihm sprechen, ob er das gemacht hat, aber der war da, der hat sich das angeguckt. Ja. Ich meine, das muss doch dann jedem, das muss doch den Leuten in Berlin dann auch mal gezeigt werden. Oder nicht? Ich meine, das ist traurig. Nein, es ist ein Irrenhaus. Und bei uns erzählen sie, oh, jetzt haben wir den Lula in Brasilien. Jetzt wird nichts mehr abgeholzt. Oder viel weniger. Das stimmt ja auch nicht. Das stimmt ja auch alles nicht. Und erzählen uns hier nur Märchen. Ja. Es ist ein Witz. Ja, und dann legen wir hier Fläche still. Überleg dir, wir müssen vier... Obwohl, das ist jetzt in Brüssel angekommen. Hast du schon gehört heute? Hat der doch, in Brüssel ist jetzt wohl angekommen, dass das irgendwie die Bauern so viel Theater machen. Da wird jetzt darüber nachgedacht, ob man es mit dem 4% vielleicht wieder rückgängig macht. Ob das durchzusetzen ist, ist die zweite Frage. Aber zumindest haben die in Brüssel schon mal gemerkt, oder ist mit den Bauern ist irgendwas, wenn in Frankreich die Straßen aufreißen und in die A2 sperren und dies, das und dies und jenes und überall was machen, dann müssen wir, irgendwas ist mit dem Bauern, da müssen wir nochmal nachfragen. Ja. Und was ich jetzt auch wichtig finde oder was auch gut war, dass zum Beispiel, du sagst es gerade mit an den Hofreiter, der hat mal wieder Kontakt mit der Bevölkerung. Oh, der ist raus aus der Berliner Blase mal und nicht nur mit seinen eigenen Gewächsen da zu tun und genauso Habeck auf der Fähre, die kriegen mal wieder Kontakt mit und der Lindner Bevölkerung. Auf der Bühne sogar. Und Lindner auf der Bühne, die kriegen mal Kontakt wieder mit den Leuten und merken, der schlägt dieser ganze Zorn entgegen, dass sie mal wieder wach werden.